Die Politik dieses Landes hat jahrelang daran gearbeitet, Sozialleistungen zu kürzen, flexiblere Arbeitszeitgesetze durchzuprügeln, um das deutsche Kapital zu stärken. Gerhard Schröder, der lobte sich beim Weltwirtschaftsforum in Davos ja wortwörtlich dafür, einen der größten Niedriglohnsektoren in Europa geschaffen zu haben. Und die ganzen Nachfolgeregierungen, die haben dieses Elend ja immer weiter Meine verweigert Güte, haben. Hartz IV. das klingt ja wie Karl Eduard von Schnitzler im Schwarzen Kanal damals in der DDR. So klingt der gerade. So, dann machen wir Wolfgang M. Schmidt. Also, Wolfgang M. Schmidt, mein wohlverdienter langjähriger Mitarbeiter, der mir dann irgendwann abhanden kam, weil wir ja ganz böse sind hier bei Massengeschmack und ich ja mir erlaube, journalistische Interviews mit 18-jährigen linken Politikern zu führen. Ja, der hat ja seinen Podcast Wohlstand für alle mit Ole Nymon zusammen. Und Moment, Moment. Ich war da zu Anfangs auch mal ein Fan von Wohlstand für alle. Ich fand es sehr interessant, was Sie da am Anfang so gesagt haben. Da haben Sie ja mehr so erklärt, welchen Sinn hat die Mehrwertsteuer und solche Dinge. Aber dieser Podcast ist mittlerweile so abgerutscht in einen sozialistischen, linksextremen Duktus. Also finde ich ganz furchtbar. Deswegen gucken wir mal jetzt, wie denn hier über Funk geredet wird. Wahrscheinlich ist Funk zu kapitalistisch, ist wahrscheinlich am Ende so die Aussage, ne? Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole und ein frohes neues Jahr dir und Also allen. beide hören sich ja sehr ge gerne reden und beide sind ja irgendwie finden sich ja beide unglaublich schlau und wahnsinnig intellektuell. Ne? Das ist ja so diese Prechtebene, auf der sich beide bewegen. Haben die auch was miteinander eigentlich? Ich weiß das immer nicht so genau. Manchmal gibt es Fotos von denen zusammen, wo man so denkt, so, weil sie sitzen ja auch offenbar im gleichen Raum. Ne? Es scheint ja das gleiche Regal zu sein, oder sitzen die beide jeweils woanders? Fragen über Fragen. Die uns zuhören. Wir machen weiter, wie wir aufgehört haben, nämlich wütend. Das Jahr 2022 endete damit, dass wir zu Heiligabend über den kleinen Lord geschimpft haben. Nun soll es wütend weitergehen, denn unser heutiges Thema heißt Funk. Wer uns kennt, der weiß, dass das öffentlich-rechtliche Jugendprogramm uns schon seit längerem auf die Palme bringt. Heute wollen wir uns daher einmal genauer ansehen, wie Funk junge Leute verblödet. Ja, und dabei soll es nur am Rand. Ja, das zeige ich schon seit Jahren. Da brauchen wir nicht euch erst dafür. Das machen andere auch. Da bin ich auch nicht der Einzige, der das macht. Um diese unzähligen und Aber da unzähligen. müssen ja erst der Wolfgang und der Ole kommen, ne? Vom sozialistischen Wohlstand für alle, um uns zu erklären, dass Funk die Jugendlichen verblödet. Täglichen Videos gehen, in den Funkreporter herausfinden, wie es ist, in ein Flugzeug verliebt zu sein und was man noch so alles enttabuisieren könnte. Ja, das ist sehr wichtig. Wir haben viel Spaß mit dem Video gehabt, mit dem Mädel, das sich in ein Flugzeug verliebt hat. Wir wollen uns aufs rein Ökonomische konzentrieren und Aha. uns anschauen, wie Funk neoliberale Propaganda vom Feinsten verbreitet und welcher Na. Logik das Programm im Ganzen folgt. Bevor wir inhaltlich loslegen, aber wie immer der Hinweis, auch im neuen Jahr ist unser Projekt auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Dieser Podcast ist sehr zeitintensiv. Wer daher etwas übrig hat, kann uns gern über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung unterstützen, auch über PayPal, Steady und Ich unterstütze keine Linksextremisten. Patreon ist eine Unterstützung des Podcasts möglich. Die Links findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast an Freunde und Verwandte weiterempfehlt und wenn ihr uns auf Twitter und Instagram folgt. Auch dort betreiben wir ökonomische Aufklärung. Das sind aber sehr kapitalistische Unternehmen, wollte ich mal so darauf hinweisen. Ne? Also ich meine, beide haben auch nicht den Schneid, dann wenigstens ihre eigene Seite zu betreiben, ne? Wie wir es auch machen mit Massengeschmack TV, sondern sich denn abhängig zu machen von diesen großen amerikanischen kapitalistischen Konzernen wie Twitch, YouTube, Instagram und Facebook. Ne? Ich meine, das ist ja auch irgendwo, ist es ja auch Und teilen neue Folgen und Informationen zu gemeinsamen inkonsequent. Veranstaltungen. Ja.
Zurück zu Funk. Vorab der Hinweis, wir sind alles andere als Feinde des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ja, das ist ganz wichtig, darauf hinzuweisen. Oder hast sogar früher dort... Es könnte ja sein, dass mal ein Angebot kommt von ARD und ZDF. Dann möchte man das ja auch nicht abweisen. Ne? ...dort gearbeitet. Wir beide stehen der Idee eines öffentlich finanzierten Fernsehens und Rundfunks generell positiv gegenüber, auch wenn ARD und ZDF immer stärker in der Kritik stehen und junge Menschen kaum noch Fernsehen schauen. Das war übrigens auch der Grund, wieso Funk 2016 ins Leben gerufen wurde. Der Zuschauerschwund, der mit der demografischen Verschiebung in Deutschland einhergeht, wird für ARD und ZDF immer mehr zum Legitimationsproblem. Wieso sollten die Sender mehr Geld brauchen, wenn es immer weniger Publikum gibt? Jüngere Menschen schauen weniger fern, sie hören seltener Radio und daher sollte Funk die Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Netz mit öffentlich-rechtlichen Inhalten erreichen. Und wenn wir jetzt einfach nur mal auf die Zahlen schauen, dann war dieses Projekt offensichtlich erfolgreich, wie wir 7 Jahre später konstatieren können. 1,3 Millionen Menschen folgen Funk auf Instagram. Nochmal deutlich mehr Menschen haben die zahlreichen Funkkanäle auf YouTube abonniert. Eine gewisse Zustimmung. Ja, aber nicht jeder, ja, Zustimmung, weiß ich nicht. Ich habe auch einige Funkkanäle abonniert, aber um auf dem Laufenden zu bleiben, was für eine Scheiße dort fabriziert wird. Und da bin ich, glaube ich, nicht der Einzige. Insofern, nicht jeder Follower ist ja jemand, der automatisch zustimmt, ne? Junge Menschen zu den Formaten scheint also da zu sein. Fragt sich nur, was kann man über Ökonomie bei Funk lernen? Eigentlich müsste es dazu, würde man erstmal denken, doch eine Menge geben. Immerhin ist die Frage, wie Gesellschaften produzieren und sich reproduzieren, die absolute Grundsatzfrage. Alles andere ist dem nachgeordnet. Ja, Ökonomie, so wie ihr sie versteht wahrscheinlich, ne? Also sozialistische Visionen und Gleichheitsfantasien. Ja, das möchte ich aber auch auf Funk auch nicht sehen. Tut mir leid. Außerdem gibt es Dutzende Formate, da muss doch etwas Gescheites dabei sein, könnte man denken. Tatsächlich drehen sich aber nur 3 Formate im weiteren Sinne um Ökonomisches. Funk betreibt auf TikTok den Kanal Your Money sowie auf YouTube die Kanäle Safe und High Performer Henning. Diese wollen wir uns einmal genauer ansehen. Fangen wir mit dem TikTok-Kanal Your Money an. Hier geht es, wie der Name schon sagt, um Geld, um dein Geld. Jedoch nicht um Geld im politischen Sinne. Weder geht es um Fragen der Geldpolitik, noch darum, wieso Löhne so niedrig sind. Stattdessen wird aus rein individualistischer Perspektive erklärt, wie man mit seinem bisschen Einkommen haushalten kann. Wo kriege ich Lippenstifte günstiger? Wie nützlich sind Rabattcodes? Nur solche Fragen werden dort in Kurzvideos behandelt. Ja, das ist verbraucherfreundlich. Mein Gott, ja. Letztlich werden junge Leute hier zu... Wolfgang M. Schmidt möchte gern wissen, wo er seinen Lippenstift billiger bekommt, aber das wird er jetzt nicht öffentlich sagen. Falscher Bescheidenheit erzogen. Sie werden dazu gebracht, sich mit den herrschenden Verhältnissen abzufinden und sich nur damit zu befassen, wie sie sich irgendwie noch durchwurschteln können. Da heißt es etwa, in einem TikTok-Video über Mieten: Es gibt also eine Regel, die besagt, dass man für seine Miete nicht mehr Geld ausgeben sollte als 30% seines Nettoeinkommens. Wenn du also 1250 Euro netto im Monat hast, dann solltest du maximal 375 Euro Warmmiete zahlen. Na Mensch, also toi toi toi, dass du für 375 Euro in München eine Wohnung findest. Die Theorie klingt ganz gut, die Praxis sieht in vielen Städten jedoch ganz anders aus. Wie machst du es? Schreib's mal in die Kommentare. Ja, da könnte man jetzt eine große Analyse dran anknüpfen. Das geschieht nicht. Ich finde auch interessant, dass hier nur das Beispiel München rausgesucht wird. Also mit 375 Euro für die Miete wird es auch zum Beispiel in Koblenz eng werden. Ja, und auch schon in Ostdeutschland. Also das ist da haben wir nicht also nur in reichen Städten in Westdeutschland der Fall. Nee, aber es geht ja überhaupt... Ja, aber wo liegt denn jetzt die Ursache? Also gut, was ist denn jetzt deren Ansatz? Also natürlich höhere Löhne oder billigere Mieten, am besten beides, ja, denn wäre allen geholfen. Und natürlich mehr Wohnungen, die man braucht, weniger Spekulation, mehr Wohnungsbau. Da kann man jetzt viele Punkte anbringen, ja, sicherlich. Überhaupt nicht darum, größere Aufklärung zu verschaffen. Man hat so eine Zahl, die hat man mal schnell ergoogelt, ach ja, so 30%. Und hops, ist ein Video gedreht. Das ist etwa so hilfreich wie der alte Börsentipp: billig kaufen, teuer verkaufen.
warum Mieten eigentlich so unerschwinglich sind, Stichwort überfüllter Markt oder Renditeerwartungen von Wohnkonzernen, diese Fragen werden einfach außen vor gelassen. Letztlich herrscht bei Your Money eine ganz entpolitisierte Weise vor, über Ökonomie nachzudenken. Jeder ist für sich selbst verantwortlich und wieso selbst das Dach überm Kopf kaum mehr zu bezahlen ist, ist unerklärlich. Also kommt gefälligst zu Rande und schreibt uns in die Kommis, wie ihr das so findet. Dass die Interessen in Konflikt miteinander stehen, wird völlig ausgeblendet. Auf der einen Seite das menschliche Grundbedürfnis nach Wohnraum, auf der anderen Seite das kapitalistische Bedürfnis nach möglichst hoher Rendite. Aber so viel Aufklärung und so viel Konflikt traut man sich dann anscheinend bei Funk nicht zu, denn die passt auch schwerlich in ein 30-sekündiges TikTok-Video. In einem anderen Video wird dann die Frage aufgeworfen, wieso das Gehalt immer so schnell weg ist. Die Lösung? Man kann sich eine App anschaffen, die wie ein Haushaltsbuch funktioniert. Dann kann man seine Ausgaben für Restaurantbesuche, Partys und Saufen besser im Blick behalten. Das ist jetzt kein Spaß, diese Beispiele werden wirklich so genannt, so als ob das Geld nicht deshalb knapp ist, weil die jungen Leute einfach ein bisschen zu sehr über die Stränge schlagen. Also mit ein wenig mehr Bescheidenheit alles kein Problem. Naja, die Kritik ist schon berechtigt, klar, natürlich. Also, aber das ist ja das Problem bei Funk. Funk funktioniert ja so, dass man ja die jungen Leute nicht überfordern will, sondern glaubt, dass die tatsächlich blöd sind. Also, also die Leute werden nicht verblödet, so wie Wolfgang M. Schmidt am Anfang gesagt hat, sondern man geht davon schon von vornherein aus, dass sie nicht besonders intelligent sind. Und deswegen macht man solche Videos, die so eine belehrende Attitüde haben und sich auf ein ziemlich niedriges Niveau begeben, auch um Klicks natürlich zu generieren. Weil wenn jetzt bei Funk ein intellektueller Kanal online gehen würde, der uns erstmal groß und breit erklärt, wo die Ursachen liegen für zu hohe Mieten und für soziale Probleme und was weiß ich, ja, wie viele würden das denn gucken, dieses Video? Ne, das ist ja die Frage. Könnte man ja auch die Monate kürzer machen. Ja, denn oft reicht ja das Geld nicht den ganzen Monat durch, aber wenn die Monate kürzer wären mit einem neuen Kalender, ja, noch einem neuen Narrativ, wäre vielleicht auch schon geholfen. Blicken wir noch einmal auf die harten Zahlen, die die Lebensrealität junger Menschen widerspiegeln. Im November wurde gemeldet, dass im Jahr 2021 knapp 38% der deutschen Studierenden armutsgefährdet waren. Wobei armutsgefährdet ein Euphemismus ist. Als armutsgefährdet gilt, wer weniger als 60% des mittleren Einkommens hat. Diese Grenze lag 2021 bei ca. 1.250 Euro im Monat. In Wahrheit sind diese jungen Menschen natürlich nicht armutsgefährdet, sondern sind arm. Und das war wohlgemerkt noch vor der Inflation, die erst 2022 richtig Fahrt aufgenommen hat. Die Preissteigerungen dürften für eine weitere Verarmung gesorgt haben. Wir dürfen auf die neuen Zahlen für das vergangene Jahr dann sehr gespannt sein. Diese 1250 Euro, die jetzt eigentlich die Untergrenze dessen ist, wo man oder die Armutsgefährdungsgrenze ist, das ist ja interessanterweise genau auch die Summe, die die Produzenten von Your Money angeben in diesem Wohnungsvideo als Beispiel. Ne? Also die Untergrenze der Armut ist anscheinend überhaupt das Einzige, was sie sich als normal vorstellen können und womit man dann bitte auch irgendwie umzugehen hat. Und das waren jetzt die Studenten von Auszubildenden, die von ihrer Ausbildungsvergütung kaum leben können, will man ja gar nicht erst anfangen in diesem Jahr. Naja, nun, als Student hat man nicht so viel Geld, das ist nun mal so. Das ist ja, wenn man jobbt vielleicht nebenbei, man kriegt vielleicht ein bisschen BAföG vom Staat, das gibt es ja auch nach wie vor. Also, und natürlich kann man sich halt keine tolle, super duper Wohnung leisten als Student, sondern wenn überhaupt eine kleine Bude oder man lebt in einer WG oder irgendwas. Ja, aber ich weiß nicht. Geht es jetzt Studenten so schlecht in Deutschland? Sind sie so arm? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Also 1250 Euro finde ich monatlich für einen Studenten kommt mir sehr viel vor. Also ich meine, als ich studiert habe, waren auch D-Mark-Zeiten, aber ich wäre froh gewesen, wenn ich 2.500 Mark sozusagen gehabt hätte. Sollen Ausbildungsbetriebe dazu verpflichtet werden, Azubis im ersten Lehrjahr mindestens 620 Euro pro Monat zu zahlen. Also knapp die Hälfte dessen, was als Armutsgefährdungsgrenze gilt.
ohne weitere staatliche Hilfen oder Geld von den Eltern kann davon niemand leben. Diese politische Dimension der Armut, die wird aber einfach unsichtbar gemacht, indem junge Leute nur Tipps erhalten, wie sie sich in dieser Armut bestmöglich zurechtfinden. Ja, aber auch das kann ja wertvoll sein. Ne, man kann ja den Ist-Zustand sozusagen erstmal so hinnehmen, wie er ist und sagen, pass mal auf, die Situation ist halt so scheiße, wie sie ist. Ich habe mal ein paar Tipps für euch, wie ihr mit dem bisschen Geld, was ihr habt, zurechtkommt. Das kann man ja machen. Das muss ja kein Widerspruch sein. Aber ich verstehe die Kritik daran, die ist auch sicherlich berechtigt, nämlich dass Funk eben nicht ins Eingemachte geht und eben nicht wirklich auch mal Ursachen benennt, sondern sehr, sehr oberflächlich diese Dinge behandelt. Ne? Findest du es nicht ein bisschen unprofessionell, gegen ehemalige Mitarbeiter zu wettern? Ist ja schon mal ein paar Mal vorgekommen, auch wenn sie dich zuerst angegriffen haben. Ich wettere hier gegen niemanden. Ich mache ein betreutes Gucken. Und dieses Video geht um Funk. Und Funk ist eins meiner Leib- und Magenthemen, wie ihr wisst. Also schaue ich mir dieses Video halt auch an. Da ist völlig egal, ob das ein ehemaliger Mitarbeiter von mir ist oder nicht. Das spielt gar keine Rolle in dem Zusammenhang. Und man muss es ganz klar herausstreichen, dies ist ein Programm, das sich an Azubis, Schüler, ja, Studenten richtet. Es ist nicht ein Programm so für die Allgemeinheit mal und da kommen auch mal junge Leute vor, sondern es ist ein dezidiert junges Programm, aber tatsächlich kommen die Probleme der jungen Menschen dort gar nicht vor oder werden auf diese individualistische Weise dann behandelt. Besonders schön konnte man auch diese Ignoranz neulich bei Instagram erleben. Da ging es um die Frage, wie man Freunden mit wenig Geld helfen könne. Und da hieß es dann in dieser Instagram-Kachel, Zitat, mehr als jeder Fünfte unter 25 leidet in Deutschland unter Jugendarmut oder ist davon gefährdet. Betroffene müssen im Alltag oft verzichten, zum Beispiel auf Kino, Kaffee trinken, Fitnessstudio oder Sportvereine. Sie können weniger mit Freundinnen machen. Akzeptiert, dass eure Freundinnen weniger Geld haben. Das ist normal und niemand kann was dafür. Ja, cool und normal, sagt man dazu heutzutage. Da kann einfach keiner was für. Naja gut, aber der Appell zu sagen, pass mal auf, wenn dein Kumpel nicht so viel Geld hat, dann nimm da auch Rücksicht drauf, dann kann der vielleicht nicht jedes Wochenende einen drauf machen und die Cocktails schlürfen oder so, weil der hat eine... Das war ja einfach nur die Aussage. Das war ja jetzt gar nichts Dramatisches. Also... Immerhin, da gab es mal einen kleinen Shitstorm und sofort folgte die Entschuldigung. Ein völlig halbherziger Post, der erstmal sagte, ja, das hat eine Redakteurin von uns gemacht, die war auch ja, das kennt man ja schon. Betroffen, so frei nach dem Motto, wer betroffen ist, der hat dann eigentlich auch die Erkenntnis gleicher mitverbucht. Und dieser Beitrag, der schloss dann noch mit den Worten, immer mehr Deutsche sind arm. Wer einmal arm ist, der bleibt statistisch länger unter der Armutsgrenze als früher. Mhm. Das könnte vermieden werden. Die Politik könnte mehr gegen Armut tun. Das ist schon fast frech, wie lustlos diese Entschuldigung und Klarstellung ist. Erklärt wird hier gar nichts dazu, wie Armut zustande kommt. Und es ist ja völliger Unfug zu sagen, die Politik würde leider Gottes zu wenig gegen Armut tun. Es ist ja viel schlimmer. Die Politik dieses Landes hat jahrelang daran gearbeitet, Sozialleistungen zu kürzen, flexiblere Arbeitszeitgesetze durchzuprügeln, um das deutsche Kapital zu stärken. Gerhard Schröder, der lobte sich beim Weltwirtschaftsforum in Davos ja wortwörtlich dafür, einen der größten Niedriglohnsektoren in Europa geschaffen zu haben. Und die ganzen Nachfolgeregierungen, die haben dieses Elend ja immer weiter verwaltet. Meine Güte, das klingt ja wie Karl Eduard von Schnitzler im Schwarzen Kanal damals in der DDR. So klingt der gerade. Natürlich gibt es da viel Kritik, die man üben kann. Gar keine Frage. Aber Entschuldigung, für unseren Wirtschaftsaufschwung, den wir in Deutschland hatten in den letzten 20 Jahren, haben uns viele Länder auch bewundert, haben gesagt, wow, das ist ja toll, was ihr da in Deutschland hinbekommen habt. Gut, natürlich, klar, es gibt einen Niedriglohnsektor, das ist in der Tat so. Und deswegen ist ja auch, gibt's ja, gut, dass es einen Mindestlohn mittlerweile jetzt gibt von 12 Euro, das ist ja auch richtig. Da muss man ja auch dagegen angehen. Aber man muss ja jetzt nicht so tun, als wenn das nun wirklich nur ein völlig falscher Weg gewesen wäre. Es hat Deutschland auch sehr, jedenfalls sehr geholfen, was den Arbeitsmarkt zum Beispiel angeht. Wir hatten mal 5 Millionen Arbeitslose in diesem Land, ne? Darf man nicht vergessen. Wir, so weit runtergerechnet, wie es nur ging, das Existenzminimum haben Menschen sanktioniert, also das Existenzminimum nochmal gekürzt. Das haben die ja nicht gemacht, weil sie ein bisschen schusselig sind und nicht merken, dass es Armut gibt, sondern umgekehrt. Das haben sie ganz bewusst hergestellt. Ja, das ist jetzt aber ein bisschen Verschwörungstheorie, mein Lieber. Ne? Jetzt sind wir aber schon hart am Rand hier, würde ich mal sagen. Heißt aber jetzt Bürgergeld, ist ein schöner neuer Begriff, ja, für eine alte Sache.
Das ist eigentlich, es wird ja nur noch Aus regiert eigentlich nach solchen Marketingformeln. Also ein Unternehmen sagt, gut, es gibt ja dieses Problem, wir wollen es nicht lösen, aber vielleicht kann eine Marketingabteilung uns eine schöne Erzählung basteln, warum jetzt alles super ist. Zurück zu... Vom Gute-Kita-Gesetz bis zum Bürgergeld geht es schon ein kurzer Bogen. Your Money? Ja, was ist denn euer Alternativangebot, würde ich gerne mal wissen. Also ja, irgendwie... Unternehmen, die Gewinne erwirtschaften, sind per se schon irgendwie schlecht oder führen nur Böses im Schilde oder was oder wie. Kommen wir noch darauf zurück. Die Kritik an Funk finde ich ja berechtigt. Ich finde es ja richtig, was sie da sagen im Prinzip. Aber sie schmücken das so aus mit so sozialistischen Fantasien, bei denen wir ja in der DDR schon gesehen haben, dass sie nicht funktionieren. Also insofern... Dass die Reallöhne in den letzten Jahrzehnten weit hinter der Produktivitätsentwicklung geblieben sind, dass die letzten Bundesregierungen durch neoliberale Arbeitsmarktgesetze dafür gesorgt haben, dass sich Menschen für fast jede Arbeit hergeben müssen, sei sie auch noch so schlecht bezahlt. All diese Gründe, die maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass das Geld immer knapp ist, werden einfach ignoriert. Ist es wirklich die reine Verblödung? All diese Fragen sind politischer Natur und bedürfen daher auch kollektiver Antworten. Nötig sind Kämpfe für höhere Löhne oder die Vergemeinschaftung von Wohnraum. Ja, aber die Tatsache, dass ja, wie gesagt, der Arbeitsmarkt eher in die Richtung sich entwickelt, dass Arbeitskräfte mehr gesucht werden, anstatt dass es sozusagen einen Arbeitskräftemangel gibt, also ein Arbeitsplatzmangel gibt, sondern es gibt einen Arbeitskräftemangel und der nimmt ja noch weiter zu, wenn die ganzen Babyboomer in Rente gehen. Das bedeutet ja automatisch auch, dass natürlich Unternehmen sowieso höhere Löhne bieten müssen und attraktivere Arbeitsplätze anbieten müssen. Sonst kriegen sie keinen Arbeitnehmer, sonst kriegen sie keinen Angestellten, weil der gesagt hat, ich gehe lieber zum Unternehmen nebenan, weil die zahlen mir mehr Geld. Insofern ist das ist ja jetzt nicht so, als wenn wir immer mehr in diese Richtung gehen. Es wird alles immer schlimmer, was Bezahlung und Löhne angeht. Ich glaube, dass auf Arbeitnehmer, jedenfalls vor allem in Jobs, wo schwer Leute zu finden sind, wo die Unternehmen händeringend suchen, dass das ja eher den Arbeitnehmern in die Hände spielt, logischerweise. Ganz sicher braucht niemand, der wenig Geld hat, Hinweise darauf, dass das Essen in Burgerrestaurants teurer ist als das Kochen am heimischen Herd oder dass man seine Ausgaben doch priorisieren solle. Also ich behaupte, dass jeder, der sozusagen arbeitslos ist und einen Job benötigt, auch heutzutage es schafft, einen Job zu finden. Das natürlich müssen die nicht immer so glänzend bezahlt sein, klar. Aber wenn wir über den Pflegebereich sprechen oder im Handwerk zum Beispiel, werden händeringend Leute gesucht. Also so ist es ja nun nicht. Ne? Man muss natürlich was dafür leisten. Man darf nicht in der Hängematte liegen und das Geld kommt quasi von selber, so wie das bedingungslose Grundeinkommen oder so ein Quatsch. Man muss schon was dafür tun, das ist richtig. Aber ich finde jetzt nicht, dass die Situation so dramatisch ist, wie die beiden sie hier beschreiben. Das haben wir eigentlich ein Stück weit schon hinter uns mittlerweile, ist zumindest mein Eindruck. Arme Menschen wissen, dass Restaurants teuer sind und dass man nicht bei offenem Fenster heizen soll und sie priorisieren die ganze Zeit, weil sie gar keine andere Möglichkeit haben. Es ist blanker Hohn. Kaum besser ist ja der YouTube-Kanal Save, ehemals Pocket Money. Auch hier geht es vor allem ums individuelle Klarkommen im System. Lohnt es sich, verlorenes Gepäck zu ersteigern und den Kofferinhalt weiterzuverkaufen? Wie geht günstige Skincare? Um solche weltbewegenden Fragen geht es, oder in den Worten von Funk, lohnt sich die neue App wirklich? Mit welchem Nebenjob kann ich richtig Kohle verdienen? Und wo lauern überall richtig miese Scams und Abzocken? Host und Wirtschaftspsychologin Dina findet heraus, wie all das funktioniert und probiert es für dich aus. Mensch. Nichts. Ja, da würde ich eher diese Anglizismen erstmal kritisieren, die da in diesen Überschriften stehen. Gegen Informationen zum Verbraucherschutz, aber eine wirkliche Aufklärung über ökonomische Zusammenhänge findet man auch hier nicht, sondern nur Tipps, wie man sich sein knappes Einkommen bestmöglich einteilen kann und welche Side-Hustles sich lohnen. Inhaltlich sind die Videos ähnlich schlecht wie die von Your Money, weshalb wir uns nicht weiter damit aufhalten wollen. Denn das Schlimmste kommt ja jetzt noch. Wir sprechen jetzt über den YouTube-Kanal High Performer Henning.
Da klingelt irgendwas. Das klingt ja so verdächtig wie dieser neoliberale Instagram-Kanal Hedgefonds Henning. Aber Wolfgang Funk wird doch jetzt nicht jungen Leuten von so einem Meme-Produzenten die Welt erklären lassen, oder? Kenn ich gar doch, nicht. High Performer, aber Ole, du musst natürlich diese Ironie verstehen. Ja. Ja, das ist ja nur so halb neoliberal. Es geht ja auch so um dieser ironische Umgang mit der ganzen Sache. Und natürlich ist es längst hegemonial geworden bei den Neoliberalen, dass sie sich selbst ironisieren, weil sie sich damit natürlich auch immunisieren können. Also auch Christian Lindner produziert ja bei seinen Wahlkampfauftritten, konnte man es sehen, immer wieder Meme-Content. So ein Satz wie aus dem Weg Geringverdiener ist selbstverständlich einer, der immer halb ironisch vorgebracht wird, aber natürlich nur deshalb, um sich ein bisschen zu schützen davor, dass man angegriffen werden könnte als Neoliberale, sondern man macht das alles mit einem Augenzwinkern und hat damit eigentlich gerade bei jungen Leuten, und hier kann man es, glaube ich, auch nochmal deutlich sagen, vor allem bei jungen Männern, die FDP als ein Lifestyle-Projekt auserkoren. Und selbst diese ganzen Coaches, die mit irgendwelchen 3.000-Euro-Coachings locken, sind ja inzwischen so drauf, dass sie zum Teil ihre Botschaften ironisieren. Aber sie wirken ja dennoch. Das ist der einzige Funkkanal, dieser Henning, der zumindest ein bisschen über ökonomische Zusammenhänge aufzuklären versucht. Und dieser wird dann von einem Neoliberalen betrieben. Wir zitieren mal aus der ironischen Kanalbeschreibung bei YouTube. Aus dem Weg Geringverdiener, ein satirischer, selbstironischer Blick auf die Welt der High-Performer. Hier gibt's Videos zu Persönlichkeiten, Unternehmen und Ereignissen aus Wirtschaft und Finanzen mit einer gesunden Portion Do-it-yourself-Wirtschaftskriminalität. Schau dir die Videos nur an, wenn du zu den oberen 1% der Gesellschaft gehörst und während deines Target-Uni-Studiums den Höchststeuersatz für den Staat erwirtschaftest oder FDP wählst. Oder Hedgefonds-Henning folgst. Ha, ha, selten so gelacht. Ja, ha, ha, ha. So viel zum Thema linksgrüner Rundfunk. Wirtschaft wird hier erklärt von Leuten, die eine neoliberale Meme-Seite haben. Naja, aber dieser Erklärtext ist doch ganz offensichtlich ironisch gemeint, ja. Wenn sie sagen, schau dir die Videos nur an, wenn du zu den oberen 1% der Gesellschaft gehörst und während deines Target-Uni-Studiums den Höchststeuersatz für den Staat erwirtschaftest oder FDP wählst. Das klingt für mich jetzt nicht ernst gemeint. Aber gut, ich kenne den Kanal bisher gar nicht. Muss ich mir mal genauer angucken. Scheint ja wirklich ein bisschen schräg zu sein, was man bei Funk immer so findet. Die in ihrem eigenen Shop T-Shirts in FDP-Layout verkaufen. Da gibt es auch ein schönes Bild, wo Christian Lindner dieses T-Shirt hochhält. Ich bin jetzt wenig an Skandelchen interessiert. Und mich interessiert auch nicht der Parkettpreis irgendwelcher Fernsehintendanten. Aber was mich mal interessieren würde, wäre, wieso ein Format zustande kommt. Denn bei Funk heißt es immerhin zum Selbstverständnis auf der eigenen Website: Bei uns schwingt immer der öffentlich-rechtliche Auftrag mit. Das bedeutet, dass es bei uns keine Werbung und keine Produktplatzierungen gibt. So können wir jungen Talenten ermöglichen, Inhalte zu erstellen, die unabhängig von finanziellen und politischen Einflüssen sind. Nur fragt man sich dann, wie kann es denn sein, dass am Ende von so einem High-Performer-Henning-Video dann der Finanzminister Christian Lindner auf einmal erscheint, der dann in die Kamera folgende Worte spricht. Wer Spaß hat am Kapitalmarkt, und Spaß hat daran, dass bestimmte Dinge einfach witzig aufgespießt werden, der muss Henning folgen. Ja, das ist in der Tat ein Knaller. Echt, ist das so? Wir können gleich mal in ein Video mal reingucken von High Performer Henning. Das interessiert mich jetzt wirklich mal, was das für ein Kanal ist. Moment. T-Shirts in FDP-Layout, Grußbotschaften vom FDP-Finanzminister auf einem öffentlich-rechtlichen YouTube-Channel. Anscheinend überhaupt kein Problem für Funk und deren journalistisches Selbstverständnis. Es ist übrigens auch nicht im geringsten ersichtlich, wer eigentlich für diese Inhalte letztlich verantwortlich zeichnet. Da muss man sich schon durch das halbe Netz klicken, um die Verantwortlichen hinter High Performer Henning zu finden. Naja gut, ich sag mal so, wie gesagt, wahrscheinlich ist das ein ziemlich irrer Kanal, aber wenn Funk auch und vor allem ja diese eher so diese linksgrüne Bubble bedient mit zig Kanälen, da könnte man jetzt Dutzende wahrscheinlich jetzt aufzählen, dann ist es ja durchaus auch legitim, einen Kanal zu haben, der jetzt eher so die neoliberale Sicht vertritt. Also warum denn nicht? Das ist ja an sich eine legitime Sichtweise, die man ja haben kann.
meine Sichtweise ist es auch nicht, aber wenn wir hier schon von öffentlich-rechtlichem Netzwerk sprechen, das ist ja der Vorwurf, den man im Funk machen kann, dass sie ja im Grunde genommen immer sehr auf einer Schiene fahren mit ihren Kanälen. Und wenn dann einer mal ein bisschen raussticht und eine andere Sicht der Dinge darlegt, dann picken die beiden sich den raus, anstatt die Dutzenden von anderen Kanälen zu kritisieren, die es da von Funk gibt, ne? Auch diese Intransparenz ist eigentlich ein No-Go. Aber schauen wir uns mal die Inhalte an. Die sind in etwa so schlimm, wie es der vorgetragene Ankündigungstext vermuten lässt. Mit ganz viel Augenzwinkern natürlich. Aber eigentlich sind es dann neoliberale Erzählungen. Etwa in dem Video Reich mit dem Ukraine-Krieg, ein Guide für Kapitalisten. Da heißt es gleich zu Anfang, wo Schatten ist, ist auch Licht. Und für mich als Ultrakapitalisten sind persönliche Schicksale sekundär. Wisst ihr, was mir primär wichtig ist? Ja, natürlich, wie man einen Haufen Kohle verdient. Denn Krieg ist das perfekte Setup für ambitionierte High-Performer, um richtig Geld zu machen. Staaten mit dicken Budgets sind involviert, das Volk stark emotionalisiert und Politiker wollen schnelle Ergebnisse. Ja, hahaha, selten so gelacht. Das ist schon wirklich pervers, diese Art der Selbstironie. Das kann doch nur ironisch gemeint sein. Von Menschen, wir gucken das gleich mal. Wir gucken das gleich mal gemeinsam an, dieses Video. Da wäre Christian Lindner sicher. Das muss ich mir auch anhören. Wenn der das zitiert, das reicht mir nicht. Waffenunternehmen investieren, billige Wohnungen in schlechter Lage an Ukrainer untervermieten und das Geld dann direkt vom Staat kassieren. Oder man könnte in die Solarbranche gehen, wenn man eher so linksgrün drauf ist. Natürlich geht es immer darum, das dann ironisch zu verkaufen. Es soll ja ein Satirekanal sein, aber genau das ist ja die Ideologie unserer Zeit. Das ist ja dieses Ding, dass man versucht, durch diese Selbstdistanz etwas zu schaffen, was nicht mehr kritisierbar ist. Also das ist ja jetzt auch für uns die Schwierigkeit. Man kann uns ja jederzeit sagen, ja, aber das ist doch satirisch gemeint. Ja, aber tatsächlich funktioniert ja die Meme-Produktion von Neoliberalen so, dass sie sich dadurch, dass sie diese Kritik auch einfach noch mit aufnehmen, vollkommen abdichten gegenüber einer Kritik. Und das ist eine ungeheure Strategie. Und sie funktioniert ja trotzdem. Also man hat das ja auch gerade am Erfolg der FDP gesehen. Und Henning gesteht zwar ein, dass nicht jeder... Welcher Erfolg der FDP denn? Also die FDP ist nicht gerade besonders erfolgreich, soweit ich das mitbekommen habe. Eine eigene Solarfirma aufbauen kann. Aber er ist sich sicher, meistens sind es Startups, die sehr, sehr gut gefundet sind, was auch im Umkehrschluss heißt, dass die meisten gute Löhne zahlen. Ja, stell dir mal vor, Startups, die sich hinsetzen und sich die Ärmel hochkrempeln und wirklich versuchen, was aufzubauen und Arbeitsplätze zu schaffen, während ihr beide da daher redet und um Spenden bettelt, damit ihr euren Podcast finanzieren könnt. Ja, siehst du, das ist halt der Unterschied. Nun, das ist auch die Frage, ob da gute Löhne gezahlt werden. Das wäre ja eher was Neues in Startups. Insbesondere die ersten. Ja, ein Startup hat nicht viel Geld und muss erstmal auf die Beine kommen. Und wenn das gut läuft, dann werden schon gute Löhne gezahlt. Alter, was wollt ihr denn eigentlich? Dass jeder nur irgendwie da sitzt vorm Bücherregal und pseudo-schlau daherredet und die Hand aufhält und nichts tun muss oder wie? Oder was wollt ihr denn für eine Gesellschaft haben? Also ehrlich. Die ersten beiden Tipps, also dass man in Waffen investieren und Ukrainern schlechte Wohnungen vermieten soll, werden natürlich wieder mit dieser Selbstironie verkauft, damit man sich notfalls immer retten kann. Es ist ja alles nur halb ernst gemeint, dass die neoliberale Agenda aber keineswegs nur vorgeschoben ist, sondern der eigentliche Zweck des Kanals ist, kann man dann wunderbar studieren, wenn Henning darüber redet, warum eigentlich die einen arm und die anderen reich sind. Ja, da gibt es dieses Video, wie du wirklich reich wirst und was Probleme lösen damit zu tun hat. Und da erklärt Henning uns das mal ganz genau. Und das Interessante ist, da merkt man dann auch, dass die Witze kaum noch stattfinden. Also, dass das schon ein sehr ernst gemeintes Video ist. Dass also diese Apologie der Ungleichheit, warum die einen reich sind und die anderen nicht, dass das total ernst gemeint ist. Oder es gab auch kürzlich, hat mich besonders glücklich gemacht, da gab es ein Video darüber, warum es in der Schweiz so geringe Inflation gibt. Und da meinte Henning einfach, ja, das liegt daran, dass sie so Goldreserven haben und dann können sie ja ihr Gold verkaufen, Schweizer Franken einziehen und dann sinkt dadurch die Inflation, weil es weniger Geldmenge gibt. Dann fragte jemand in den Kommentaren,
ja gut, das ist ja eigentlich monetaristischer Quatsch, also kannst du das irgendwie mal belegen? Und dann hat er da einfach so einen Link drunter gepostet von so einem Goldverkäufer, also von so einer, ich weiß nicht, Lobbyorganisation oder so für Goldverkauf. Also das wäre ein bisschen so, als würde man Markus Krall fragen, Herr Krall, ist es eine gute Idee, sich mit Gold gegen die Inflation zu sichern? Also totaler Wahnsinn. Aber am schönsten ist sicherlich dieses Video, wie du wirklich reich wirst und was Probleme lösen damit zu tun hat. Denn dort erklärt Henning uns Folgendes. Die meisten Menschen verdienen ausschließlich ihr Geld durch das Einkommen aus ihrem Job. Das heißt, sie tauschen Zeit gegen Geld. So, ist natürlich erstmal richtig, aber auch eine Binsenweisheit. Die meisten Menschen müssen arbeiten gehen. Ja, Binsenweisheiten kommen von euch auch am laufenden Band. Erstens, um für andere Profite zu erwirtschaften und zweitens, um irgendwie selbst über die Runden zu kommen. Ist es jetzt für Henning etwas Schlechtes? Nein, er ist der Meinung, dass die damit einhergehende Ungleichheit nicht daraus folgt, dass die einen für den Reichtum der anderen ausgebeutet werden, sondern daraus, dass die CEOs einfach größere Probleme lösen. Zitat: Wert wird bestimmt an der Größe der Probleme, die du löst. Wer bestimmt die Probleme? Die Gesellschaft, wir alle, der gesamte Markt. Also das heißt, je mehr Leute dieses Problem haben, desto größer ist auch der Wert, dieses zu lösen. Um viel Geld zu verdienen, musst du also viele Probleme lösen und möglichst vielen Leuten helfen. Das ist doch gar nicht so falsch. Also das finde ich jetzt gar nicht so abwegig, was er jetzt gerade zitiert hat. Das ist offenkundig Unfug. Nein, wieso denn? Um reich zu werden, muss man nicht möglichst vielen Leuten helfen, sondern nur denen, die selbst Geld haben. Der Rest hat in dieser Gesellschaft kein Anrecht auf Hilfe, egal ob sein Bedürfnis essentiell ist oder nicht. Heißt, während die einen kaum genug zum Essen haben, wird in dieser Gesellschaft nicht ihr essentielles Bedürfnis befriedigt, da sie nicht zahlungsfähig sind, sondern eher das Bedürfnis eines Reichen nach einem 10. Sportwagen. Hennings Apologie. Das habe ich so gar nicht verstanden gerade, das Zitat, aber gut. Man kann auch Dinge in Dinge was hineinlesen, was vielleicht gar nicht so gemeint ist. Ne? Gleichheit geht dann folgendermaßen weiter. Muss ich ja noch Funk halbwegs verteidigen, soweit ist es schon. Jedes erfolgreiche Unternehmen löst ein gewisses Problem. Porsche zum Beispiel baut schnelle Autos, Aldi bietet günstige Lebensmittel an, Apple baut gute Handys, auf Amazon kannst du alles kaufen und dir alles liefern lassen. Telefonica Deutschland hat ein schlechtes Netz, aber dafür mehr als 7% Dividende. Welches Problem, fragt man sich, wird eigentlich durch schnelle Sportautos für Superreiche gelöst? Spoiler, kein einziges dieser Autos sind das Problem. Ein nachhaltiger Verkehr für möglichst viele Menschen entsteht so kaum. Auch sonst ist es verräterisch, welche Beispiele Henning hier aufzählt. Wenn jemand auf schnelle Autos steht und es sich leisten kann, dieses Auto zu kaufen, dann es gibt ja offensichtlich einen Markt dafür. Also, was soll denn das? Es gibt ja von Porsche auch mittlerweile eine E-Auto-Version. Taycan oder wie heißt der? Also die bleiben ja auch nicht sozusagen auf der Stelle stehen, sondern die entwickeln sich ja auch weiter. Die restlichen genannten Unternehmen, Aldi, Apple und Amazon, fallen neben der hohen Effizienz ja vor allem durch einen hohen Grad an Verschleiß ihrer Arbeiter in aller Welt auf. Hier kann man wunderbar sehen, dass kapitalistischer Reichtum nicht allein durch irgendwelche tollen Ideen oder irgendeine Problemlösung entsteht, sondern im Regelfall durch Ausbeutung von Arbeitskraft bis zum Gehtnichtmehr. Und die letzte Pointe von Henning, die bringt dann ja gut die Absurdität seiner Argumentation auf den Punkt. Da heißt es ja, Telefonica Deutschland hat ein schlechtes Netz, aber dafür mehr als 7% Dividende. Also von wegen, die Unternehmen sind einfach praktische Problemlöser, die man einfach nur mal machen lassen muss. Das hat der ja eigentlich selbst schon vom Tisch gewischt damit, seine eigene Argumentation. Ja, aber der Markt regelt es doch trotzdem am Ende. Wenn Telefonica so ein schlechtes Netz hat, dann bin ich da ruckzuck wieder weg von denen, weil ich einfach die Scheiße finde. Dann gehe ich zur Konkurrenz, wo ich ein besseres Netz habe. Also sowas regelt sich ja von selber. Wenn die nicht gut ihr Produkt nicht gut genug anbieten, dann gehe ich halt woanders hin. Also. Trotzdem ist sich Henning nicht so blöde, diese Argumentation fortzuführen. Da heißt es dann, und warum verdient der DAX-Manager mehr als die Putzfrau? Ganz einfach, weil der DAX-Manager ein größeres Problem löst als die Putzfrau und damit indirekt mehr Menschen hilft. Klingt unfair, ist aber so.
Wenn die beiden ihre Jobs tauschen würden, könnte der Manager ohne Probleme putzen, wenn es eine sehr einfache Aufgabe ist, die jeder schnell erlernen kann. Ein internationales Unternehmen mit zehntausenden Mitarbeitern führen, ist ohne jahrelange Erfahrung und Top-Ausbildung fast unmöglich. Das heißt, das Problem Putzen können viele lösen, dementsprechend wird es niedrig entlohnt. Das Problem DAX-Konzerne erfolgreich führen, vielleicht eine Handvoll in Deutschland, dementsprechend wird der Job sehr, sehr gut entlohnt. Auf gut Deutsch, Bezahlung ist eigentlich nur eine abhängige Variable von Qualifikation. Naja gut, was den DAX angeht und Aktienhandel angeht, ist ja auch ein gewisses Risiko dabei. Man kann ja auch ganz schön auf die Schnauze fliegen damit. Es muss ja nicht immer nur nach oben gehen mit der Kurve, ne? Also. Es bekommt also jeder, was er verdient. Und damit leben wir eigentlich auch schon in der besten aller Welten, wenn jeder kriegt, was er verdient. Das Recht auf ein Dach über dem Kopf, ordentliche Nahrung, kulturellen Zugang und so weiter, das verdient also nur, wer hochqualifizierte und marktwirtschaftlich nutzenbringende Tätigkeiten ausführt. Und der Rest, der die essentiellen Arbeiten dieser Gesellschaft verrichtet, der soll mal gucken, wo er bleibt. Der Tipp. Ja, was ist, putzt ihr denn selber eure Wohnung oder habt ihr auch eine Putzfrau? Ne? Ihr kommt mir so elitär vor. Ich weiß gar nicht, ob ihr überhaupt selber die Hand anlegt und das Klo schrubbt. Kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen. Natürlich, dieser pornöse Reichtum, den manche so zur Schau tragen, mit Goldkettchen und teuren Uhren und teuren Autos. Aber ganz ehrlich, wer meint, das machen zu müssen, soll es machen. Ich finde es eher abstoßend, ich finde es eher peinlich. Also, mich beeindruckt das überhaupt nicht. Sowas wird ja von den Medien natürlich auch gefördert, klar. Gerade auch von Öffentlich-Rechtlichen durchaus, sicherlich. Das ist ja nicht nur Funk. Da gibt es ja auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen jede Menge Beispiele. Wie man reich wird, ist dann auch nur folgerichtig. Zitat: Die reichsten Menschen der Welt sind alle Unternehmer. Das ja, eben, genau. Gutes Beispiel mit dem Chirurgen. Den DAX-Manager jetzt vor den Koffer zu kacken, ist einfach. Aber es gibt ja auch gut bezahlte Berufe, die zu Recht gut bezahlt sind, weil Leute jahrelang dafür studiert haben, in der Tat. Wie zum Beispiel der Chirurg oder eben der Ingenieur und so weiter, was weiß ich. Ja, sollen die denn auch jetzt tauschen mit der Putzfrau? Genau, das ist eine gute Frage, ja. Das heißt, sie haben Systeme erschaffen, die alle automatisch laufen. Also beide suchen sich im Grunde immer die leichtesten Beispiele heraus, die extremen Beispiele. Den DAX-Manager, den Großkonzern wie Aldi oder Amazon. Ja, das sind in der Tat Extrembeispiele. Aber das ist ja nicht die Masse, die Wirtschaftslandschaft ausmacht. Sondern die Masse sind mittelständische Unternehmen, die gucken müssen, wo sie bleiben. Und sich von euren komischen sozialistischen Fantasien nichts kaufen können. Also quasi ohne ihr direktes Eingreifen Probleme lösen. Das heißt, wenn du extrem schnell, extrem reich werden willst, solltest du nicht in einer 40 Stunden oder bei den meisten von euch wahrscheinlich 80 Stunden festangestellten Mühle hängen bleiben, um dann mit vielleicht 50 CEO von dem Laden zu werden. Halt in deinem Alltag Ausschau nach Problemen und wenn du Lösungen dafür findest, versuch sie unternehmerisch zu verkaufen oder dich von Steuergeldern dafür bezahlen zu lassen. Auch bei dieser Wirtschaft. Ja, sag doch mal was dazu. So falsch war die Aussage ja gar nicht. Auch wenn sie ein bisschen sarkastisch war, es war ja was Wahres dran, durchaus. In der Sendung sehen wir also, dass nur der Blick des Privatbürgers, der sich fragt, wie er reich werden und mit seinem Geld möglichst gut umgehen kann, eingenommen wird. Es ist eine vulgär ökonomische Rechtfertigung dieser Welt, die ein neoklassischer VWL-Professor nicht besser hinbekommen hätte. Dass die einen in dieser Welt für den Reichtum der anderen schuften, ist nach dieser Logik überhaupt kein Problem, solange jeder die Chance hat, auch zum Ausbeuter zu werden. Wir sehen, Funk verbreitet hier neoliberale Propaganda, indem das öffentlich-rechtliche Jugendprogramm junge Leute entweder dazu erzieht, sich mit der Armut abzufinden oder ihnen rät, auf alle anderen zu pfeifen und den eigenen Reichtum zu verfolgen. Es ist ja schon lange bekannt, dass Funk gerne fragwürdige Gesichter einlädt, sobald diese eine gewisse Bekanntheit erreicht haben. Hedgefonds Henning ist dabei aber sicherlich die Kirsche auf der Torte. Ich persönlich würde wirklich gerne wissen, wie so eine Sendung eigentlich an öffentliche Gelder kommt. Ist es so eine Art False Equivalence, frei nach dem Motto, hier sollen alle ihre Meinung kundtun dürfen? Nun, bei Corona, da hat man es ja auch geschafft, mit Drosten, Kekulé und Streeck eine gewisse Bandbreite an Meinungen zu repräsentieren,
ohne dass gleich Suchari Bhakti noch dazu eingeladen werden muss. Bei Funk hingegen lädt man sich neoliberale Meme-Ersteller ein, um junge Leute zu verblöden. Danke dafür. Die Logik, dass man sich... Also, das ist doch nicht repräsentativ für Funk. Dieser eine Kanal, den Sie beide jetzt da zitieren, ja, sicherlich, das hat mit Links-Grün jetzt weniger was zu tun, sondern eher mit neoliberalem Denken. Aber die Masse von Funk, das sind doch diese Kanäle, die ganz klar der Linken und den Grünen vor allem nahestehen und mehr in diese Richtung politisch gehen. Also nur weil ein Kanal jetzt den beiden persönlich aufstößt, ist das noch lange nicht repräsentativ für Funk. Bekannte Leute holt, unabhängig davon, ob diese eigentlich etwas Sinnvolles zu sagen haben, ist bei Funk schon lange zu beobachten. Geschaut wird einzig und allein auf die Klickzahlen. Dabei ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk genau darauf nicht angewiesen. Tja, er wird genau davon rede ich schon jahrelang, da braucht es euch nicht zu, das wissen wir alle. Auch deshalb mit Rundfunkgebühren versorgt, damit er frei von Quotendruck den Auftrag erfüllen kann, zu informieren, bilden und unterhalten. Stattdessen... Ja, indoktrinieren ist es ja eher, was ihr wollt. Ihr wollt den Leuten ja einreden, oh, böser Kapitalismus, böse Unternehmen, hier Hand aufhalten, der Staat soll bezahlen, damit wir alle ein schönes Leben in der Hängematte haben. Das ist doch eher so die Richtung, in die ihr wollt. Wird aber ein Format nach dem anderen geschaffen, in dem Funkreporter sich fragen, wie es ist, einen Menschen totzufahren, von der Brücke zu springen, als Mann klein, als Frau groß zu sein. Und das wird dann alles noch angereichert mit irgendwelchem Influencer-Content. Die Influencer sind ständig dort zu Gast, damit man ein bisschen Reichweite ergattern kann, auf Teufel komm raus. Kurzum, es wird dümmster Boulevard gemacht, um die Formate mit etwas mehr Anspruch, also diese Formate, die es ja dann mitunter schon mal gibt, wenn man dann genauer hinschaut, dann sind die auch nur auf den ersten Blick besser als der ganze Unrat, der da sonst produziert wird. Stellst du dir das nicht schön vor, mal jemanden totzufahren oder von der Brücke zu springen, Wolfgang? Nein, ich müsste auch keine Formate dieser Art ständig angezeigt bekommen. Also es muss ja auch entweder ein unglaublicher Vertrag mit YouTube vorliegen oder es muss Geld für Werbung ausgegeben werden, dass einem diese ganzen Videos die ganze Zeit so präferiert angezeigt werden. Ja, also klar. Das ist eine Wettbewerbsverzerrung. Die reden ja auch noch frecherweise von Wettbewerb bei Funk. Wir sind ja im Wettbewerb mit anderen Videos. Nee, ihr seid stark bevorteilt. Vorhin habe ich das Beispiel ja schon genannt mit dem Video, was mir gesperrt wurde wegen angeblicher Nacktheit, das betreute Gucken. Und das Original von Funk ist weiter online. Dazu reicht es wirklich einfach, wenn man 24/7 nur Clickbait-Content produziert. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe ja nichts dagegen, wenn man sich mal irgendwie einen provokanten Titel zulegt. Aber die Videos, die sind ja in Wahrheit genauso schlimm. Aber gut, wir wollen uns jetzt gar nicht auf diese Formate versteifen, denn hier soll es ja ums Ökonomische gehen. Und zu diesen Formaten hast du an anderer Stelle schon genug gesagt, denn vor ein paar Monaten hat man dich lustigerweise im Funk-Podcast Was die Woche wichtig war eingeladen und dort durftest du dann nach Herzenslust schimpfen und diese Folge, die haben wir natürlich in der Beschreibung verlinkt. Es ist jedenfalls ein Trauerspiel. Millionen junge Menschen interessiert vielleicht nicht nur, was sie in ihrer Unterhose vorfinden, wie die meisten Funkformate suggerieren, sondern sie leiden an den ökonomischen Verhältnissen. Diese aber werden von den wenigen Wirtschaftsformaten manifestiert. So wird der Funkkanal auch zum Eintrittsbillett in die Welt von Anne Will und Sandra Maischberger, wo Kapitalismuskritik natürlich auch niemals sein darf. Abschließend wollen wir noch auf eine baldige Veranstaltung hinweisen. Wolfgang, du bist am 13. Januar in Zürich und diskutierst dort beim Philosophiefestival über das Thema Daumen hoch statt Dollarschein, Likes als neue Währung. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn das Zeit muss ich unbedingt hören. Prosit und ein frohes neues Jahr. Das war Wohlstand für alle. Toll. Ja. Gut, also die Kritik mag ja ein Stück weit auch berechtigt sein. Ich will das gar nicht so niedermachen. Wenn so ein neoliberaler, so ein kapitalistischer, rein neoliberaler, unkritischer Kanal da betrieben wird, der also sozusagen der Ausbeutung von armen Menschen im Grunde frönt, dann ist das natürlich ein skandalöser Vorgang. Aber wie gesagt, wenn das ein Kanal ist von Dutzenden oder Hunderten von, wie weiß ich, wie viele Kandidatfunk mittlerweile, dann ist der Schwerpunkt der Kritik ja wohl doch eher anders, nämlich, wie wir es ja schon ein paar Mal formuliert haben, nämlich eher
in die Richtung, dass es eher in so eine linksgrüne woke Richtung zu sehr geht. Also ich kann jetzt nicht Funk als neoliberales, kapitalistisches Gesamtprodukt wahrnehmen. So, wie hieß das Ding? High Performer Henning? High Performer Henning, da ist er. 25.000 Abonnenten. Hier überleben Superreiche die Apokalypse. Wie Katar durch Sport zur Weltmacht aufsteigen will. Alles richtig gemacht. Naja, da, also... Okay, das hat er hier zitiert, ne? Mit dem Ukraine-Krieg ein Guide für Kapitalisten. Nur mal gucken, ich bin mal gespannt, wie der... Zwischen der Ukraine und Russland scheint die Lage immer weiter zu eskalieren. Und bevor uns die nuklearen Sprengköpfe um die Ohren fliegen, dachten wir, wir müssen mal ein Video raushauen. Denn wo Schatten ist, ist auch Licht. Und für mich als Ultrakapitalist sind persönliche Schicksale eh sekundär. Wisst ihr, was mir primär wichtig ist? Ja, natürlich, wie man einen Haufen Kohle verdient. Denn Krieg ist das perfekte Setup für ambitionierte High-Performer, um richtig Geld zu machen. Staaten mit dicken Budgets sind involviert, das Volk stark emotionalisiert und Politiker wollen schnelle Ergebnisse. Super fit, um einfach und teuer Dinge an sie zu verkaufen. Beispielsweise hat die USA von 2001 bis 2021 108 Milliarden US-Dollar für Rüstungsverträge im Afghanistan-Konflikt ausgegeben. Ratet mal, welcher Anteil an Undisclosed Recipients, also geheim gehaltene Empfänger, ging. Mehr als ein Drittel. Und das nur im Afghanistan-Konflikt. Krieg ist ein mächtiges Business mit Milliarden Profitpotenzial. Daher ranken wir heute verschiedene Methoden, um vom Konflikt zu profitieren. Klar, jeder von euch kann sich denken, dass die Rüstungsindustrie natürlich richtig stark vom Krieg profitiert. Und Insider aus Rheinmetall haben es auch nochmal bestätigt. Aber es gibt noch viel, viel mehr. Beispielsweise im Zweiten Weltkrieg. Da haben nicht nur ganze Staaten davon profitiert, Klassiker wie die USA oder die Schweiz, auch einzelne Firmen, die auf den ersten Blick gar nichts wirklich mit der Waffenindustrie zu tun haben, wie Ford, General Motors, Rolls-Royce oder sogar Coca-Cola, erkannten die einzigartige Chance und machten Millionen. Daher könnt ihr euch auch denken, dass der militärisch-industrielle Komplex stark profitiert. Etwa 80% der Waffenexporte kommen aus den USA, China, Russland, Frankreich, Italien und Deutschland. Alle bis auf China unterstützen mindestens eine Seite des Konflikts. Die USA allein machen 39% des globalen Waffenexportes aus, einfach weil sie das Zuhause der Big Five sind. Big Five ist hier nicht irgendeine alte Version der Big Four, bevor einer von denen pleite gegangen ist. Big Five sind die 5 größten Unternehmen im Rüstungssektor. Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon und General Electric. Deren Kurse sind natürlich kräftig angestiegen, was die Investoren freut. Aber als normaler Mensch ohne riesige Waffenschmiede kann ich jetzt in dem Sektor nicht so wirklich mitverdienen. Klar, ich hätte Aktien kaufen können, aber dafür ist es jetzt vielleicht auch schon ein bisschen zu spät. Deshalb sagen wir eher mal so ein B-Tier. Wie kann ich als Amateurkapitalist denn trotzdem mitmischen? Natürlich mit Immobilien. Man kann nämlich Wohnungen an Flüchtlinge untervermieten und bekommt dann die Miete von Olaf direkt aufs Konto. Dafür muss man auch keinen festen Mietvertrag vorlegen, es reicht da lediglich ein Mietangebot. Der Betrag richtet sich unter anderem nach der Anzahl der Personen und der Wohnungsgröße. Schauen wir uns mal die Tabelle an und machen ein kurzes Beispiel. Eine Person darf 50 Quadratmeter haben, 5 Personen ca. 100 Quadratmeter. Und da ist schon die erste Arbitragegelegenheit. Wir holen uns eine Halle und machen da mehrere Wohnungen draus. Mit Wohnungen natürlich so, dass die Kostenseite möglichst niedrig ist. Die Marge darf natürlich auch nicht beschädigt werden, also keine Top-Lagen wie München oder so. Besser irgendwo um nirgendwo, haben die Leute auch ihre Ruhe und wir können mehrmals die 426 Euro abkassieren. Naja, also ich meine, das sprüht ja nun vor Ironie und Sarkasmus. Das kann man doch nicht ernst nehmen. Also für mich ist das doch eher, das ist doch eine eindeutige Kritik an diesen Zuständen und an dem, was da beschrieben wird. Das wird doch hier nicht, dem wird doch hier nicht gefrönt. Das ist, glaube ich, der Drachenlord, ne? Haben sie hier genommen, ne? Das stimmt. Die Schanze ist es, ne? Sieht ein bisschen so aus zumindest, ja. Hier das Objekt ist doch wie für uns gemacht. Da kriegen wir auch locker 20 Ukrainer rein, also rechnen wir 20 mal 426 sind 8.520 Euro. Ziehen wir noch die 1.111 Euro an Miete ab, bleiben uns im Endeffekt für unsere Tasche 7.400 Euro grob. Gut, Strom- und Heizkosten ist etwas komplizierter, aber mehr oder weniger übernimmt das auch der Staat. Und zur Not heizen wir halt ein bisschen weniger. Wir sind ja in der Krise. Und schon haben wir mit dem ersten Objekt ordentlich Plus gemacht. Das System lässt sich dann beliebig oft skalieren.
Das mag sich jetzt alles toll anhören und auch ordentlich Geld bringen, aber A, sind die Eintrittsbarrieren echt hoch. Das heißt, ihr braucht erstmal Geld zum Investieren und B, der moralische Aspekt. Ihr müsst immer lügen, wenn euch wer fragt, was ihr beruflich macht, da ihr sonst mit der Heugabel aus jeder Stadt vertrieben werdet. Wenn wir das alles zusammenfassen, würde ich sagen, eher irgendwas in der Mitte, also C-Tier. Der nächste Profiteur ist die Kohle- und Rohrindustrie. Beide seit Kriegsbeginn um 42% im Plus. Aufgrund der Energiepreise boomt das Geschäft der letzten verbleibenden Kohlehändler. Aber so, ja gut, ne, das wisst ihr wahrscheinlich alle. Auch wieder ziemlich offensichtlich und eigentlich derselbe Case wie oben bei den Waffen. Gar nicht mal so spannend, aber der Vollständigkeit halber haben wir es mal hier erwähnt. Wie profitieren wir davon, wenn euer Vater kein Bergmann war? Ja, Aktien. Mittlerweile alles aber wahrscheinlich schon eingepreist, deshalb B-Tier wie die Waffen. Es ist aber eigentlich viel, viel langweiliger als Waffenhändler. Und Waffenhändler ist irgendwie schon ein coolerer Flex, als RWE-Mitarbeiter zu sein. Deshalb doch eher D-Tier. Die nächste Gruppe an Profiteuren trägt eher die Farbe Grün. Fast alle in der Solarbranche. Hersteller machen dieses Jahr mehr als doppelt so viel Umsatz wie letztes Jahr, befeuert natürlich durch die hohen Energiepreise, aber auch die Kehrtwende in der Energiewahrnehmung. Falls ihr eine Solaranlage kaufen wollt, so, ja, viel Glück, die sind bis auf Monate ausverkauft. Was müssen wir aber wissen, wenn wir mit diesem Exkurs, Achtung Wortspiel, richtig Kohle verdienen wollen? Der Vorteil ist, wir arbeiten ja in einer, ja, als gut angesehene Branche, weshalb wir eine reine Weste haben und uns niemand direkt mit dem Krieg assoziiert und uns jeder gönnt. Kussfinger. Das Problem ist, der Markt ist schon recht überfüllt und nicht jeder kann natürlich seine eigene Solarfirma aufmachen und davon profitieren. Ja. Wir können aber für ein grünes Unternehmen arbeiten, denn meist... Also im Grunde genommen wird doch genau diese Branche, diese Hedgefonds-Branche eigentlich vorgeführt mit diesem Video. Ich kann die Ironie deutlich erkennen oder die Satire dahinter. Aber, oder beziehungsweise, das hat ja Schmidt auch gesagt, dass die Satire zwar da ist, aber in Wahrheit würde man das ja ernst meinen. Seht ihr das auch so? Also ich für mich ist das reine Satire und die wird auch sehr, sehr deutlich. Man macht sich im Grunde lustig über diese kapitalistischen Denkweisen und über diese Hedgefondsmanager und so weiter. Ist doch nicht ernst gemeint. Meistens sind das Startups, die sehr, sehr gut gefundet sind, was auch im Umkehrschluss heißt, dass sie meistens gute Löhne zahlen. Also was man sich durchaus mal anschauen sollte. Und als Kirsche obendrauf bekommen wir sogar vielleicht als einer der ersten Mitarbeiter Unternehmensanteile. Also alles in allem, ganz solide Wahl, A-Tier. Hier noch ein Bonuspunkt, falls ihr zufälligerweise eine eigene Bank besitzt oder wenn ihr noch am Anfang eurer Karriere steht, bei einer Bank arbeitet. Die größte amerikanische Investmentbank hat nämlich so, ja, zu Beginn des Krieges vom Krieg profitiert. Es geht um Goldman Sachs. Ja, natürlich geht es um Goldman, so, wer würde sonst sowas machen? Die Kollegen haben nämlich ein Schlupfloch bei den Sanktionen ausgenutzt, um russische Schulden aktiv zu traden. Hauptsächlich an Hedgefonds, welche Russian Debt als Hedging genutzt haben. Amerikanischen Banken war es nämlich verboten, russische Schulden mit russischen Finanzinstituten zu handeln. Aber eben nicht im Secondary Market, an zum Beispiel Hedgefonds. Das wurde dann geschickt ausgenutzt. Ja, clever auf jeden Fall und Goldman natürlich auch Top-Tier als Brand im CV, daher eigentlich A-Tier. Aber man kann es jetzt nicht so einfach nachmachen als normaler Bürger und allgemein davon profitieren, deshalb dann doch eher C-Tier. Das sollte mal ein kleiner Abriss an Profitmöglichkeiten in Kriegszeiten sein. Das Tolle ist, dass diese Methoden garantiert krisensicher sind. Alter, wer schreibt denn hier immer diese Witze ins Skript? Gut, und da es in den kommenden Jahrzehnten auch noch genügend Psychopathen an der Spitze diverser Länder geben wird, werden uns auch in Zukunft die Business Opportunities nicht ausgehen. Falls euch das Video gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, kommentiert was für den Algorithmus, was dann... Ja, die Geringverdiener von Funk beantworten dürfen. Hier seht ihr ein anderes Video von Funk und hier seht ihr ein anderes Video von mir. Also, ich sehe die Ironie und den Sarkasmus sehr deutlich in diesem Video und ehrlich gesagt kann ich die Kritik von den beiden da nicht wirklich nachvollziehen. Das ist doch eindeutig sarkastisch gemeint. Gut, natürlich, es mag Leute geben, die sind zu blöd, den Sarkasmus zu erkennen. Ja, das ist halt das Problem von Satire. Satire wird oftmals als Satire nicht erkannt und Leute nehmen das ernst. Das kennt der Postillon ja auch. Aber da gibt es doch nun wirklich ganz andere Funkkanäle, die man hier kritisieren könnte als den. Also das ist im Grunde bläst dieser Kanal ins selbe Horn wie Wohlstand für alle. Nur der Unterschied ist, die machen es unterhaltsam. Im Gegensatz zu Wolfgang und Ole, die da beide sitzen, als wenn sie irgendwie gerade Baldrian genommen haben und kurz vorm Einschlafen sind. Ne?
Was hatte er noch für ein Video, wie man reich wird oder irgendwas? Irgendwas war doch da noch, was er da als Beispiel nannte, reich wird in 100 Tagen oder irgend so was war doch da noch, ne? Was er da als besonders schlimmes Beispiel. So werde ich reich in der Energiekrise. Reich werden durch Probleme lösen. Ist es das? War das das? Reich werden durch Probleme lösen. Ich glaube, das meinte er, ne? Als Kind wolltest du vielleicht mal berühmter und reicher Fußballer werden oder Schauspieler oder Sänger oder, wenn du dem Kanal hier folgst, vielleicht auch Investmentbanker. Mit der Zeit ist dann dein Traum von Erfolg verblasst. Durch Schule, deine Eltern, Medien hat sich das Bild von Reichtum sogar ins Negative gewendet. Sprüche wie... Die Präsentation ist ironisch, um Kritik aus dem Weg zu gehen, halte ich für Quatsch. Sorry, die Kritik, es ist ja ein kritisches Video. Es beinhaltet ja jede Menge Kritik. Es ist ja nicht nur Ironie, sondern es ist ja auch Kritik drin in diesem Video. Also ich habe jedenfalls gerade jede Menge Kritik gesehen bei dem Video, was wir uns angeschaut haben. Wie das DAX-Manager 100-mal so viel verdienen wie Putzkräfte, obwohl sie nicht 100-mal mehr arbeiten, bringe ich dann zur finalen Überzeugung, das System ist korrupt. Aber was, wenn ich dir sage, dass das vielleicht alles nicht stimmt und du nach diesem Video verstehst, wie Wohlstand wirklich geschaffen wird? Die meisten Leute denken, dass wenn sie Geld bekommen, es jemand anderem weggenommen wird. Quasi, dass es einen Kuchen gibt, von dem es nur eine festbestimmte Anzahl an Stücken gibt. Und das ist mit Ausnahme von NFT-Scams und anderen Formen von Anlagebetrug nicht der Fall. In Wahrheit wird der Kuchen immer größer. Das heißt, ich kann selbst mit einem kleineren Stück von einem großen Kuchen mehr haben, als mit einem großen Stück von einem kleinen Kuchen. Hier mal ein kurzes Beispiel dazu. Wenn ich in einen Laden gehe und mir ein neues Handy für 1000 Euro kaufe, habe ich zwar direkt 1000 Euro weniger, aber dafür ein neues Handy. Das heißt, ich habe freiwillig die 1000 Euro gegen das Handy getauscht, weil für mich das Handy einen höheren Stellenwert hat als die 1000 Euro. In dem Beispiel haben wir beide gewonnen, weil wir beide einen höheren Wert haben als vorher. Das heißt, eine Win-Win-Situation. Und können das Geld, beziehungsweise ich jetzt das Handy, für wertsteigerndere Tätigkeiten einsetzen und der Kuchen wird größer. Der Produzent kann zum Beispiel mit dem Geld leistungsstärkere Prozessoren entwickeln und ich kann mit dem Handy vielleicht besser arbeiten. Nachdem wir das geklärt haben, kommen wir nun zu eurer Denkweise bezüglich Geld verdienen. Die Denkweise ist bei den meisten sogar kontraproduktiv und schadet, wenn man enorm viel Geld verdienen will. Also, nicht, dass ich das schon mal gemacht hätte, aber das wurde mir so gesagt, weil viele Leute denken bei einem reichen Menschen an einen gierigen Mr. Burns oder einen raffsüchtigen Dagobert Duck. Hollywood stellt uns schon als Kind reiche Menschen als kalt, gefühlslos und böse dar, wie zum Beispiel diese Studie zeigt, die mehrere Charaktere aus diversen Filmen analysiert hat. Auch gibt es oft das Bild eines arroganten Erben. Aber ist es wirklich so? Laut mehreren Studien haben 2/3 der HNIs, also der High Net Worth Individuals, Leute mit einem privaten Nettovermögen von mehr als 30 Millionen US-Dollar, aka Hedge for Henning Follower, ihr Geld selfmade verdient. Also was wissen diese Leute über Geld, was du nicht weißt? Okay, manche von ihnen. Die Antwort ist ganz einfach. Die meisten Menschen verdienen ausschließlich ihr Geld durch das Einkommen aus ihrem Job. Das heißt, sie tauschen Zeit gegen Geld. Daher folgt der Trugschluss, wenn ich länger arbeite, verdiene ich auch mehr Geld. Die Gleichung stimmt aber nur bedingt, denn sie hat ein natürliches Limit. Man kann irgendwann nicht mehr Stunden arbeiten. Daher kommt dann auch schnell der Gedanke auf, dass reiche Menschen unfair Geld verdienen, weil sie ja nicht mehr arbeiten. Ihr merkt schon, die Formel bringt uns nicht an unser Ziel. Die Konstante, die alles bestimmt, ist die Zeit. Zeit ist eine der wenigen Ressourcen, die endlich ist. Wir Menschen sind nur eine begrenzte Zeit auf der Erde und jeder Tag hat nur 24 Stunden. Wenn du jetzt einem normalen Job nachgehst und von deinem Einkommen Millionär werden willst, geht das nur mit A, extrem sparen und B, zusätzlich regelmäßigem Investieren. Ziemlich langweilig und das will wahrscheinlich keiner hier auf diesem Kanal. Nach Jahrzehnten kann es dann vielleicht sein, dass du Millionär bist, aber vermutlich bist du auch in Rente. Ja, krass. Jetzt kannst du das Geld auch nicht mehr ausgeben, weil du wahrscheinlich die dritte Hüfte hast oder einen Rollator fährst. Das heißt, du hast eine enorme Menge deiner begrenzten Lebenszeit gegen eine sehr kleine Summe an Geld eingetauscht, was ein wirklich schlechter Deal ist, wenn man mich fragt. Ja, es ist ja alles richtig, was er da sagt. Es ist ja nichts falsch daran. Das können doch die beiden Herren auch eigentlich unterschreiben, oder nicht bisher? Also der Ole hat das so zitiert vorhin, in einem ganz anderen Kontext, habe ich das Gefühl, oder? Es muss eine bessere Formel geben, sonst gäbe es keine jungen Multimillionäre in ihren 20ern und 30ern, richtig?
Und naja, sie ist recht einfach. 1000 Euro pro Monat kriegt jeder von uns zusammen. Dein Wert wird bestimmt an der Größe der Probleme, die du löst. Wer bestimmt die Probleme? Die Gesellschaft, wir alle, der gesamte Markt quasi. Das heißt, je mehr Leute dieses Problem haben, desto größer ist auch der Wert, dieses zu lösen. Um viel Geld zu verdienen, musst du also viele Probleme lösen und möglichst vielen Leuten helfen. Und jedes erfolgreiche Unternehmen löst ein gewisses Problem. Porsche zum Beispiel baut schnelle Autos, Aldi bietet günstige Lebensmittel an, Apple baut gute Handys, auf Amazon kannst du alles kaufen und dir über Nacht liefern lassen. Telefonica Deutschland hat ein schlechtes Netz, aber dafür mehr als 7% Dividende. Warum verdient jetzt der DAX-Manager mehr als die Putzkraft? Ganz einfach, weil der DAX-Manager ein größeres Problem löst als die Putzkraft und damit indirekt mehr Menschen hilft. Klingt unfair, ist aber so. Wenn die beiden ihre Jobs tauschen würden, könnte der Manager ohne Probleme putzen, weil es eine sehr einfache Aufgabe ist, die jeder schnell erlernen kann. Ein internationales Unternehmen mit zehntausenden Mitarbeitern führen, ist ohne jahrelange Erfahrung und Top-Ausbildung fast unmöglich. Das heißt, das Problem putzen können viele lösen, dementsprechend wird es niedrig entlohnt. Das Problem DAX-Konzern erfolgreich führen, vielleicht eine Handvoll in Deutschland, dementsprechend wird der Job sehr, sehr gut entlohnt. Ihr merkt aber vielleicht, dass der DAX-Manager immer noch Angestellter ist und nach Zeit bezahlt wird. Klar, er hat auch einen Bonus und Aktienoptionen, aber er ist de facto noch kein richtiger Unternehmer. Die reichsten Menschen der Welt sind alle Unternehmer, das heißt, sie haben Systeme geschaffen, die automatisch laufen, also quasi ohne ihr direktes Eingreifen Probleme lösen. Das heißt, wenn du extrem schnell extrem reich werden willst, solltest du nicht in der 40 Stunden oder bei den meisten von euch wahrscheinlich eher 80 Stunden festangestellten Mühle hängen bleiben, um dann mit vielleicht 50 CEO von einem Laden zu werden. Halt in deinem Alltag Ausschau nach Problemen und wenn du Lösungen dafür findest, versuch sie unternehmerisch zu verkaufen oder dich von Steuergeldern dafür bezahlen zu lassen. Wenn du wissen willst, wie es ist, reicht. Also, es ist ja richtig. Ich weiß nicht, was daran jetzt falsch ist an diesen Aussagen. Es ist richtig zu sagen, okay, wenn du Millionär werden willst, dann wirst du das mit Sicherheit nicht, wenn du einfach als Angestellter irgendwo arbeitest und ein monatliches Gehalt beziehst. Sondern Millionär wirst du nur, wenn du irgendwas wagst, wenn du irgendwo im Alltag etwas, eine Marktlücke im Grunde genommen, ist ja gemeint, auch wenn es hier als Problem bezeichnet wird, wenn du irgendwo eine Marktlücke siehst und denkst, das wäre doch was, das gibt es bisher noch nicht. Und damit, wenn ich damit auf den Markt gehe, das werden die Leute mir aus der Hand reißen. So. Und dann kann man damit auch sehr reich werden. Damit sind Leute wie Elon Musk oder andere eben auch reich geworden oder Bill Gates, weil er ein Betriebssystem entwickelt hat für Heimcomputer, was preiswert und massenhaft zu verkaufen war. So, also insofern, was ist denn daran jetzt falsch? Ja, ich weiß nicht. Also man kann an Funk vieles kritisieren. Aber diesen Kanal, den finde ich ja fast noch intelligent. Also der hat ja, da ist ja noch Gehalt dahinter im Grunde genommen, weil man eben mit einem ironisch-satirischen Unterton im Grunde die Missstände in dieser ganzen Hedgefonds- und Kapitalismus-Welt vorführt. Und deswegen abonniere ich diesen Kanal jetzt. Ich bin gar nicht angemeldet. Okay, aber ich werde ihn abonnieren. Ich bin ab sofort Abonnent. Vielleicht ist das denn wirklich ein Typ High Performer Henning? Na gut, ja, wenn ich bei denen ein Interview anfrage, dann werden sie mir auch wieder absagen, weil ne, ich bin ja der Böse bei Funk. Aber ich finde es irgendwie, weiß ich nicht. Also da gibt es wirklich andere Funkkanäle, die man eher kritisieren sollte, wahrlich, als nun ausgerechnet diesen.